Ich muss zugeben, ich habe gedacht, es wäre ein bisschen einfacher. Also mit ihr Lieben, heute geht es um das Thema kaltes Bier oder eben warmes Bier, nämlich Absorberkühlschrank gegen Kompressorkühlschrank. Oder anders, warum ich den Absorber rausgeschmissen habe und wie. Jo, so, Absorber gegen Kompressorkühlschrank, das ist ja eine ewige Diskussion. Also es ist ja so, wenn du heute ein Wohnmobil kaufst, ist in der Regel, keine Ahnung, ich habe da jetzt keine Prozente, aber ich würde mal sagen, aus dem Bauch raus 85-90% der Wohnmobile, nicht Kastenwagen, Wohnmobile haben einen Absorberkühlschrank. Andersrum haben 95% der Kastenwagen Kompressorkühlschränke. Und die Bullis sowieso alle Kompressorkühlschränke. Jetzt komme ich von da. Ne? Ich habe immer einen Kompressorkühlschrank gehabt, sowohl im VW-Bus als auch in meinem Kastenwagen. Und das Wohnmobil war jetzt so der erste Moment. Und ich muss sagen, von Anfang an war mir das nicht so ganz geheuer mit dem Absorberkühlschrank. Jetzt ist es ja, also ganz kurz so, was ist eigentlich dieser Absorberkühlschrank? Macht sich ja einen chemischen Prozess zunutze. In dem irgendwie so ein Ammoniak, keine Ahnung, ich habe ja in Chemie eine 5 gehabt, erhitzt wird und dann zieht sich das wieder zusammen. Durch das Zusammenziehen entsteht dann Kälte und so. Das Erhitzen passiert auf drei verschiedene Wege. Oder zum Erhitzen von dieser Flüssigkeit, von dieser Kühlflüssigkeit, gibt es drei verschiedene Wege bei so einem Absorberkühlschrank. Weg Nummer 1, Gas. Eine lodernde Gasflasche in deinem Fahrzeug. Das ist tatsächlich das, womit ich so ein bisschen Thema hatte. Also Nummer 1, Möglichkeit 1, Gas. Möglichkeit 2, 12 Volt. Und zwar von der Starterbatterie, nicht von der Aufbaubatterie im Normalfall. Und Möglichkeit 3, 220 Volt am Stellplatz. Jetzt ist es so, ich muss gestehen, ich habe nicht viel Erfahrung mit Absorberkühlschränken. Ich hatte hier einen drin. Ich hatte hier einen im Fahrzeug. Ein ganz modernes Ding, so ein Tedford 4142E heißt das Teil. Der ist nagelneu, den könnt ihr bei eBay Kleinanzeigen jetzt auch kaufen. Eigentlich ein toller Kühlschrank, der ist schön groß, hat unten drin eine Schublade, wo du große Getränkeflaschen reinstellen kannst. Ganz tolles Ding, war also auch vom Design her und so war ich total begeistert. So, und dann war es halt so, kam dieser Moment, und jetzt werdet ihr mich auslachen, weil jeder Absorber-Kühlschrank-Fan kennt das. Ich habe das Ding angemacht und nach 3 Stunden dachte ich mir, ist der jetzt an? Also einmal, der macht ja keine Geräusche, das ist natürlich super im Wohnmobil, es ist still. Macht keine Geräusche, er wird aber auch nicht kalt. Also zumindest nicht dann, wenn du einen Kompressorkühlschrank gewohnt bist, so im Vergleich. Da dachte ich mir, naja, lass ihn halt laufen. So habe ich das Ding laufen lassen und zwar 24 Stunden und nach 24 Stunden ging es dann so. Das war immer noch nicht so richtig eisekalt, aber es war kalt. Und das ist ja der Moment, da fängst du dann an zu recherchieren. Ne? Und dann liest du überall so, ja, Absorberkühlschrank, tolle Sache, weil der läuft ja auf Gas und ist so genügsam und ne, ganz, ganz super. Und einziger kleiner Haken, ja gut, das Eis bleibt halt nicht kalt. Und ich dachte mir so, wie das Eis bleibt nicht kalt. So, und jetzt nicht schimpfen. Ich sag ja schon, das kommt jetzt natürlich drauf an, was dein, ich sag jetzt mal, Wohn-Camping-Verhalten ist. Es ist wohl so, dass technisch bedingt so ein Absorber gut 20 Grad runterkommt. Und zwar 20 Grad gegenüber der Umgebungstemperatur. Könnte ich natürlich bösartig sagen, 50 Grad im Auto heißt dann 30 Grad im Kühlschrank oder was? Jetzt, also Butter bei die Fische. Ich habe das Ding
auf meinem ersten Ausflug mit dem Fahrzeug habe ich eine Pause gemacht bei meinen Eltern. Ich gestehe, ich habe mein Fehler, Gasflasche war nicht ganz voll, bin losgefahren, habe bei meinen Eltern Pause gemacht, kam morgens zum Autokühlschrank aus, weil Gas leer. Okay, mein Fehler. Hab dann noch schnell eine neue Gasflasche besorgt, dann ging es natürlich wieder, war alles wieder gut. War dann ein paar Tage in St. Peter-Ording und ich habe ja so eine Level-Control, warum ich die da nicht benutze, fragt mich, egal. Ich habe so eine Level-Control und habe dann halt festgestellt, so nach ein paar Tagen war die Gasbuddel wieder halb leer und ich habe eigentlich, ja, nachts auch mal kurz geheizt, aber hauptsächlich lief halt der Kühlschrank, weil der tagsüber stand ich am Strand mit dem Camper und da läuft der Kühlschrank auf Gas. Ja, jetzt ist es wohl so, dass das wohl 10 Tage sowas hält, so eine 11 Liter, 11 Kilo Buddel. 10 Tage, wahrscheinlich 11 Tage, also 1 Kilo am Tag. Ist aber irgendwie so, und jetzt kommt der Satz, dann hat meine Frau irgendwann, hat die Frau gesagt, der Unterschied ist halt, Gas muss man kaufen und Strom können wir selber machen. So, und mit dem Satz, also diese Kombination aus Strom können wir selber machen durch Solar und die etwas unverlässliche Kühlung waren jetzt schon mal so zwei Dinge, wo ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie nicht meins mit dem Absorberkühlschrank. Die Tatsache, wie gesagt, jetzt kommt es halt drauf an, ne, wo machst du Urlaub? Fährst du in die skandinavischen Länder, bleibst du in Deutschland? Deutschland sowieso immer schlechtes Wetter. Fährst du in die skandinavischen Länder oder hier Nordsee und so mit Schlechtwettergarantie, ist eh egal. Ne? Da kannst du das Bier im Zweifel auch einfach rausstellen. Ist meistens draußen kälter als drin. Da ist egal. So, fährst du nach Italien und ich fahre regelmäßig nach Italien, dann ist das ein Thema. Jetzt kommt es drauf an, wann fährst du? Dieses Jahr fahre ich im August. August in Italien im Moment, ne? Klimaerwärmung und so. Hast du auch mal schnell 38 Grad. Das ist mit dem Absorberkühlschrank wohl so, geht so. So, dann habe ich mich schlau gemacht und habe festgestellt, aha, es gibt ja diese Lüfter. Ne? Hey, Achtung. Es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. Ja. Ich habe dann so einen Lüfter gekauft und ich muss gestehen, ich habe den eingebaut. Dafür gibt es dann auch wahrscheinlich noch mal ein eigenes Video. Was soll ich sagen? Also der erste Lüfter, den ich gekauft habe, war kaputt. Und es ist halt so, du baust das ein und es ist sehr aufwendig, das einzubauen. Was heißt sehr aufwendig? Aber es ist schon Aufwand, das einzubauen. Ne? Du musst Strom verlegen. Ich möchte das halt ordentlich machen auch. Habe das dann auch sehr ordentlich eingebaut. Habe dann alles angeschlossen, eingeschaltet. Möb, ein Lüfter geht, der andere nicht. Super, also ganz klarer Fall von geht nicht. Hab dann noch einen Riesenstress mit dem Händler gehabt. Der wollte das Ding nicht zurücknehmen. Und ach ja, wie auch immer. Im Moment, jetzt hier Stand heute, ist der Streit, übrigens läuft der immer noch. Wie auch immer. Also ich habe das Ding dann nochmal gekauft, damit ich dann auch quasi die Originalteile wieder zurückschicken konnte. Bla bla. Jetzt habe ich den Lüfter drin gehabt. Funktionierte auch. So einen richtigen Unterschied beim Kühlen habe ich da jetzt nicht so festgestellt. Und ich muss halt auch sagen, irgendwie, weißt du, also das Ding lief dann so die ganze Zeit, braucht 0,6 Ampere hat der gezogen. Ja, jetzt läuft der Lüfter halt die ganze Zeit und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also das war jetzt, wie gesagt, ich glaube, dass das alles Lösungen sind, mit denen man gut leben kann. Ich glaube, dass das auch was ist, wo die meisten wirklich zufrieden mit sind. Für mich war es halt einfach nichts. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ich habe mich einfach danach gesehnt, wieder einen Kompressor zu haben. So wie im Kastenwagen und im VW-Bus auch. Und da geht es jetzt überhaupt nicht darum, kaltes Bier zu haben. Ne? Ein kaltes Bier kriegst du aus dem Absorberkühlschrank genauso raus. Und ein Eis für ein Kind kannst du auch einen Tag in den Absorber legen. Klar, im Kompressor kannst du das Eis auch ein paar Tage liegen lassen. So, das waren halt so die Themen. Also einmal eine Gasflamme im Auto, dann dieses Strom kannst du eben selber produzieren. Jetzt ist es so, ich habe, wie gesagt, ihr wisst, ich habe immer dicke Batterien im Auto. Ich habe in meinem Auto einen 25 Ampere Ladebooster von Schaut. Nichts Tolles, war im Auto drin. Ich bin zu faul, was anderes einzubauen. So, jetzt war es so. In der Vergangenheit war es so, St. Peter-Ording, ne? Mein Place to be, bin ich häufig. Weil ich da einen Kunden habe. Nur, weil ich da einen Kunden habe.
da stehe ich den ganzen Tag am Strand, fahre dann abends wieder auf den Campingplatz. So, und es ist in der Vergangenheit immer so gewesen, mit dem Kastenwagen fährst du dann vom Strand an den Campingplatz. So, und dann hast du die Batterie, ja, hast du nicht wieder voll, aber hast zumindest nochmal ein bisschen ordentlich was zurückgeladen. Jetzt war es dann so, dass wenn ich da, also fährst eine halbe Stunde zum Campingplatz. So, halbe Stunde, 25 Ampere Ladebooster heißt, du machst 12 Amperestunden, schüttest du in die Batterie wieder zurück, 12,5, ne? Also Hälfte von, so. Das war da aber nicht so. Und da musste ich auch erstmal darauf kommen, woran das liegt. Das liegt daran, oder lag daran, dass mein Kühlschrank, wie gesagt, ganz modernes Ding, mit AES, mit automatischer Eingangswahl, keine Ahnung, Energie Source, Automatic Energy Source vielleicht, weiß ich nicht, sich dann entschieden hat, jetzt liegen ja 12 Volt an, jetzt kühle ich dann nicht mit Gas, sondern über die 12 Volt, die aus der Autobatterie kommen. Und die 12 Volt aus der Autobatterie hat er sich auch genommen, und zwar anständig. Der hat nämlich ganze 14, 15, teilweise etwas mehr, 16, 17 Ampere gezogen. So, und jetzt kannst du dir überlegen, wenn das Ding 17, 18 Ampere zieht aus der Batterie, dann bleiben beim Ladebooster von einem 25er Ladebooster gerade noch 6, 7 Ampere über, um die Batterie zu laden. Ja, da kannst du lange fahren, um eine 172 Ampere Stunden Batterie wieder aufzuladen. Und so war es dann auch bei meinem zweiten Versuch. Am Anfang war mir das gar nicht so recht bewusst. Beim zweiten Mal campen, immer noch mit Absorberkühlschrank, war es dann so, dass ich war eine gute Stunde von hier entfernt, auch wieder mit meiner Tochter unterwegs, Campingplatz und so. Und da war die Batterie dann runter auf 80%, bin nach Hause gefahren und da war die, ich dachte, die müsste jetzt locker wieder voll sein, war sie aber nicht, sondern die war dann bei 85% nach einer Stunde Fahrt. Und da bin ich dann echt skeptisch geworden und dachte mir, du kriegst ja die Batterie überhaupt nicht mehr voll, was ist denn hier los? So, hab recherchiert und dann habe ich eben auch mal gemessen und eben festgestellt, mein Kühlschrank, der zog auf 12 Volt gute 16, 17, 18 Ampere aus dem Ladebooster. Und ganz ehrlich, da lädst du natürlich nichts mehr, ne? Das ist klar. Also da kriegst du nichts mehr in die Batterie reingeschaufelt. So, fand ich auch doof. Das heißt, du bist dann automatisch wieder angewiesen auf Solar, um das hier, na, und das, also, wie gesagt, das hat alles seine Berechtigung. Meins ist es nicht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, mit Recht, jaha, du musst ja, ich habe ja hier eine Monocontrol, dieses Gasding von Truma, was dann auch bei während der Fahrt Gas zulässt, die musst du natürlich einschalten und du musst dem Kühlschrank eben abgewöhnen, also musst das AES ausschalten, musst den Kühlschrank ausschließlich auf Gas laufen lassen, ne? Dann ist es natürlich so, dass der keine nicht umschaltet auf die 12 Volt und dass die Batterie dann lädt. Ich habe es nicht gewusst und ich weiß auch nicht. Irgendwie während der Fahrt hier einen Gaskühlschrank mit Gas betreiben. Ja, nein, so ist nicht meins. Sagen wir es so. Wie gesagt, es hat alles seine Berechtigung, das funktioniert auch alles, ist alles gut. Meins ist es aber eben nicht. Ich bin halt so ein Typ, wie gesagt, ich mache viel mit Strom und Elektro und ich habe immer dicke Batterien. Ich wollte wieder einen Kompressor haben. Einen Kühlschrank, von dem ich weiß, das Kind kriegt kaltes Eis und der Alte kriegt ein kaltes Bier. So. Wollte ich einfach haben. Sowas Zuverlässiges. So, und dann habe ich angefangen, mich schlau zu machen, wie das denn ist mit dem Austausch. Und das ist immer so, ich hatte tatsächlich die erste Frage damals schon, als ich das Auto gekauft habe, meinem Händler die Frage gestellt, ob es nicht möglich ist, das gleich zu machen. Und da hat er so, oh nee, und das ist eine große Operation und oh, Aufwand. Er schätzt das auf 1.500 Euro, diesen Aufpreis, also den Umbau, nur den Umbau, nicht den Kühlschrank selber. Der Kühlschrank selber sollte seiner Meinung nach 2,5 kosten, plus 1.500 der Umbau, wären also 4.000 Euro gewesen, um den Wagen dann gleich mit Kompressorkühlschrank abzuholen. Und da habe ich gesagt, nee, also das kommt nicht in die Tüte. So. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, wie das denn so ist mit den Kühlschränken und habe festgestellt, wie gesagt, ich hatte vorher einen Tedford Absorber und zwar einen, ich glaube, N4142E+. So. Blende ich noch ein. Und es gibt von Tedford extra für diese Umrüstung auf Kompressor einen quasi baugleichen, also mit den gleichen Ausmaßen, mit den gleichen Abmessungen,
einen Kompressorkühlschrank. In genau den gleichen Maßen, gleiche Breite, gleiche Höhe, ungefähr gleiche Einbautiefe. Da gibt es ein paar Macken, über die man beim Umbau stolpert. Ich auch. Nichts Wildes, aber muss man wissen. So. So, und wie gesagt, die bieten sowas an. Es gibt ein Modell, das ist der, muss ich euch einblenden. Und dieser Kühlschrank passt eben genau in den gleichen Ausschnitt rein, ist also quasi genau, sieht von innen auch ungefähr genauso aus. Einziger Unterschied, der ist von innen deutlich größer, weil natürlich ein Absorberkühlschrank hinten unglaublich viel Gezumpel dran hat. Ne? Das Ganze hier, ganzer Absorberkram, so, sieht von hinten aus wie der schnelle Brüder von Kalka. Wer ihn noch kennt, wir Alten kennen ihn noch. Also wie ein Atomkraftwerk, so, für die Jüngeren. Deshalb ist es eben so, dass der Kühlschrank bei den gleichen Maßen eben deutlich mehr Volumen hat. So. Das zum einen. Zum anderen ist es so, dass die Sache mit dem Umbau, also es hat mir so ein bisschen den Schrecken genommen, dass es etwas schon gibt von dem Hersteller, dass der Hersteller auch bewusst ein Werbevideo gemacht hat, in dem er darauf hinweist, dass dieser Kühlschrank genau dafür da ist. Ich muss kurz gucken, der Nachbar macht komische Sachen. Man muss sich das ja immer vorstellen. Ich sitze im Moment hier in meinem Camper ja quasi zu Hause. Und das ist natürlich für die Nachbarn komisch. Ne? Der Mann sitzt im Camper und erzählt Sachen. Was ist mit dem los? So. Also, von Tedford gibt es einen Kühlschrank, der passt 1:1 da rein. Der wird auch so vermarktet als Kühlschrank, den man dann verwendet. Blabla, der Hersteller schreibt so Sachen wie, ja, heutzutage wollen viele Camper lieber einen Kompressor, weil der zuverlässiger und blabla Energie blabaluba ist. Und deshalb bieten wir diesen Umbaukühlschrank an. Ja. Damit war ich also schon mal ganz happy. Und dann stellt sich natürlich so Fragen wie, boah, wie baut man den eigentlich ein? Und dann brauche ich ja neue Stromversorgung. Stromversorgung, vielleicht das Wichtigste, was einem ja immer die größten Sorgen macht, du musst eine neue Strippe quer durch die ganze Karre verlegen. Das ist nicht der Fall, wenn du einen Kühlschrank hast, der dieses AES kann oder eben der heute schon über 12 Volt auch seinen Strom beziehen kann oder seine Energie beziehen kann. Denn, wir haben ja vorhin schon gesagt, während der Fahrt zieht der über diese Kabel mal gute 15 Ampere raus aus der Batterie. Und mehr als 15 Ampere zieht auch ein Kompressorkühlschrank nicht. Im Gegenteil, also ich habe jetzt mal gemessen, dieser hier zieht gerade, ich glaube, 6 Ampere oder sowas. Das ist deutlich weniger, deutlich, deutlich weniger. So, also das heißt, das Thema Verkabelung, du kannst die Kabel nutzen, die da liegen, zum einen. Zum anderen ist es natürlich jetzt so, dass der Absorberkühlschrank nur dann mit 12 Volt aus der Batterie versorgt wird. Und zwar aus der Aufbaubatterie, aus der Starterbatterie eigentlich und eben nicht aus der Aufbaubatterie, wenn der Motor an ist. Jetzt ist aber so, dass die modernen Kühlschränke, ja, und die modernen Elektroblöcke, Bibi Blocksberg, also zum Beispiel von Schaut, ich habe einen EBL 211 und der hat extra einen AES-Modus. Und dieser AES-Modus, der ist so, dass du eine extra Sicherung in diesen Elektroblock reintun kannst. 15 Ampere Sicherung. Wenn die gesteckt ist, bekommt dein Kühlschrank, auch wenn der Motor nicht an ist, die 12 Volt Dauergas drauf. Nicht Gas, Dauerstrom, ne? drauf. Heißt im Umkehrschluss aber nicht für den Absorber, dass der Absorber das auch kann. Also der Absorber sagt dann nicht, auch wenn der Motor aus ist, yippie, ja, yeah, ich habe 12 Volt, weil der Absorber, der braucht nämlich nicht nur 12 Volt, sondern der braucht das D-Plus-Signal. Das D-Plus-Signal ist das Hallo, der Motor läuft-Signal. So. Erst dann schaltet er um auf die anderen. Macht der Kompressor natürlich nicht, weil der hat ja nur diese eine Energieoption, nämlich Kompressor 12 Volt. Rrt. So, aber du kannst eben das Kabel benutzen. Das heißt, wenn du einen Elektroblock hast von Schaut, einen moderneren, der AES-Kühlschränke unterstützt, dann ist es meistens so, dass du einfach nur eine 15 Ampere-Sicherung da reindrückst und dann kriegt der Kühlschrank tatsächlich seine 12 Volt über die Aufbaubatterie. Die Verdrahtung liegt eh schon und kannst du benutzen. So, das war also Geist Nummer, keine Ahnung wie viel, den es zu besiegen galt, nämlich das Thema Strom, war damit also auch erledigt. So, und dann gab es noch das eine andere Thema und dieses andere Thema war, was mache ich denn mit der Gasleitung? Die Gasleitung läuft bei mir von der Gasflasche in die Küche. Da ist so ein Verteilding mit drei so für Heizung,
Kochen und eben den Kühlschrank. Drei so Ventile, Absperrhähne. Ist jetzt nicht damit getan, den Absperrhahn umzulegen, sondern ich habe an dem Absperrhahn einen Blindstopfen draufgelegt. Das heißt, dort schon die Leitung rausgezogen, die Gasleitung rausgezogen, die zum Kühlschrank führt, und dort einen Blindstopfen draufgedrückt. Den gibt es bei Amazon für 3 Euro irgendwas. So, und dann auf der anderen Seite, klar, musst du natürlich dann alles abbauen. Also auf der Seite des Kühlschranks musst du natürlich hier Gas auch rausziehen und so. Ist eigentlich nicht so wild. Ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie der Umbau hier so vonstatten ging. Und danach gibt es dann ein Fazit und so einen kleinen Bericht dazu, was jetzt eigentlich so cool ist an dem neuen Kompressorkühlschrank. Ihr könnt jetzt erstmal gucken, was der Einbau so war. Ich muss gestehen, ich hatte es mir zwischenzeitlich ein bisschen leichter vorgestellt, aber es ist jetzt unterm Strich, das Ding ist drin und so schlimm war es dann jetzt auch nicht. Es gab so ein paar kleine Hürden. Die Hürde, wo wir jetzt, glaube ich, im Video eigentlich gar nicht drauf eingehen, ist die Tatsache, dass der Absorberkühlschrank, wie gesagt, ja nicht der Kühlschrank-Body, also der Körper vom Kühlschrank, ist nicht so tief wie der vom Kompressor, weil hinten die ganze Technik dran ist. Und bei mir im Fahrzeug war auf der Höhe, wo quasi der Body, der Körper, Korpus vom Kühlschrank zu Ende war, war so eine Leiste. Das heißt, du hast den Kühlschrank gegen diese Leiste gedrückt. Dahinter dann war die Technik, also die Absorbertechnik. Beim Kompressorkühlschrank ist es eben so, dass der den gleichen Raum beansprucht wie der Absorber mit der Absorbertechnik hinten dran. Heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Leiste war im Weg, die musste ich rauskloppen. Das war ein bisschen nervig, weil die war hier in dem Fahrzeug, muss ich sagen, echt gut verarbeitet, geklebt und geschraubt. Ja, das musste ich machen. Das war aber auch so ziemlich wirklich die größte Baustelle beim Umbau. Alles andere ging relativ problemlos. Ich zeige euch das jetzt und dann gibt es ein Fazit. Erstmal müssen wir jetzt den alten Kühlschrank quasi totlegen. Und da werde ich als erstes jetzt mal das Gas abschalten und versuchen, die Gasleitung wegzukriegen. Und dann baue ich das Ding mal aus. Denn man hat mir ja schon gesagt, man soll wohl die Gasleitung am besten dort tot machen, wo dieser Gasverteiler ist, wo also eure Rädchen zum Abdrehen sind. Gesagt, getan, würde ich sagen. Ne? Nur mal gucken, ob man da jetzt richtig rankommt an das Ding. Bei mir ist hier unten dieses Ding, wo quasi man einstellen kann hier, ne? Oh, Gas, ja, nein. Und da kommt hier meine Kühlschrankleitung. Kann das erkennen? So. Kommt da die Kühlschrankleitung. Erstmal wird die natürlich zugedreht und hinten. Ich versuche das mal. Warte mal, vielleicht komme ich da von der anderen Seite ran. Einen Stopfen dran gesetzt. So, kann man das erkennen? Geklipselt. Den hier, den 12 Volt, den brauchen wir ja nachher noch. Gülle und den 220 Volt, den lassen wir hier einfach mal so liegen. Den brauchen wir ja nicht mehr. Die kann man rausziehen. Es sind 6 Stück an der Zahl. Hier so Plastiknöpsels. Ne, die kann man rausdrehen. So. Und dann müsste man eigentlich in der Lage sein, haha, man kommt nicht rein, mit einem anderen Bit die Schrauben zu lösen. So, jetzt nehmen wir dieses welches vielleicht. Hätte ich jetzt gedacht, jetzt käme hier schon die Möglichkeit, das Ding zu bewegen. Dem ist aber nicht so.
sind raus, die sind also seitlich. Und er bewegt sich doch. Der muss nur noch. Der ist wahrscheinlich nur von hinten verschraubt. Ich mache jetzt hinten mal einen Strom los und dann sind wir da auch weiter. Bis gleich. Stell den Kerl richtig. Es ist das Ziel, das Ding da erstmal rauszukriegen. Nicht so schwer. Steht auf meinem Fuß. Ist so schön. Ist super, ne? Ach. Steht drauf. Warte, Tür zu. So, soll ich da jetzt ein Stückchen schieben vielleicht? Kannst noch ein Stückchen. Sag mal. Also so ist jetzt eigentlich. Ich glaube ja eh, dass der schief ist, aber. Ja, da muss noch ein Stück raus. Geht ja gar nicht auf so. Achso, ja, dann noch ein Stückchen raus. Du hast gesagt abschließen. Ja, so ein Zentimeter, deshalb, dass es gerade ist einfach, weißt du? So wahrscheinlich. Ja. Muss aber ein Stück rein. Und wenn er fest ist, schließe ich ihn an. Dann stellt er fest, dass es nicht geht, dann schmeißen wir wieder raus. Füßlein müssen dahin. Am Gespräch. Ich kann ja auch keine an, dass jetzt so die Sonne hier rausknallt. Was ist denn mit der Zange passiert? Bin ich da mal mit dem Auto drüber gefahren? Fragst du die falsche Person. So, rot nach unten. Rot nach unten, weiß nach oben. So. So. Und der da rein. Klick. Und der. Eigentlich sollte es das jetzt gewesen sein. Amen. Ich würde sagen, wir gucken, was passiert, richtig? Das muss ich noch zumachen. Die Scheiße geht. Also, ja, was soll ich sagen? Funktioniert erstmal, ne? Also das ist ja schon mal was. Das mit dem Panel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist auch ganz düster irgendwie. Man muss hier immer so lange drauf datschen und dann kann man hier quasi die Geschwindigkeit einstellen vom Dingsee.
Was ich ganz gut finde, ist, man kann hier getrennt die Temperatur für den Kühlschrank und fürs Eisfach einstellen. Und du kannst das Eisfach auch ausschalten. Das ist natürlich spaßig. So, und was ich besonders spaßig finde, zeig ich ja mal, guck, der läuft jetzt seit 2 Minuten. So, und wenn ich jetzt hier gucke, was da an Strom läuft. Ja, rödel, rödel, rödel. Dann stehen da jetzt 5,9 Ampere. Das ist nicht wenig, 5,9 Ampere, ne? Jetzt sind es 6. Also das ist nicht wenig, aber wenn ich jetzt vergleiche mit einem Gaskühlschrank, der braucht halt 18, 19, zieht der. Von daher, alles gut. Es brummt ein bisschen, ne? Man hört es brummen. Aber du merkst halt jetzt, nach 3 Minuten schon, dass das Eisfach kalt ist, ne? So, und dann hat der hier noch einen, so einen Nachtmodus hier. Gucken, was passiert, wenn ich den anmache. Stille Mutter See. So, jetzt durftet ihr mich mal schwitzen sehen. Fazit zum Thema Umbau. Zuerst mal muss ich sagen, da muss man keine Angst davor haben, glaube ich. Das ist nicht so, dass man da einen ganzen Tag dran schraubt. Also selbst wenn man das noch nicht gemacht hat. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Stunden dran rumgeschraubt, bis es jetzt dann fertig war. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da tagelang dran rumschraubt. Es ist auch nicht so, wie mein Händler damals gesagt hat, dass das eine Riesenaktion ist, wo die Werkstatt dann tagelang beschäftigt ist zu mehreren. Alles Quatsch. Und man kann das durchaus machen. Man muss zu zweit sein, weil die Dinger eben einfach schwer sind. Ja, alles andere lässt sich bewerkstelligen, vor allen Dingen eben deshalb, weil der Hersteller, also in meinem Falle war das Tedford, ich gehe davon aus, dass Dometic sowas wahrscheinlich auch macht, Upgrade-Kühlschränke, Upgrade-Kompressor-Kühlschränke quasi anzubieten. Also schon deshalb, weil es eben einen Kühlschrank gab, der genau zu meinem Ursprungskühlschrank, zu meinem Absorberkühlschrank gepasst hat. Von den Maßen war das jetzt gar nicht so wild. Der Kühlschrank war auch nicht so teuer wie erwartet. Ich habe den gekauft bei einem neuen Händler, Just for Camper heißt der. War jetzt aber Obelink und Co. waren alle ähnlich. Bei den Camping Wagner und den üblichen Verdächtigen war der Kühlschrank teurer. Hätte 2000 irgendwas gekostet, 2200 Euro meine ich. Ich habe jetzt 1650 bezahlt. Einmal zu dem Kühlschrank selber. Das ist ein tolles Ding. Du kannst die Temperatur getrennt einstellen für quasi den Kühlbereich, also den normalen Kühlschrank und das Eisfach. Das hat 2 verschiedene Einstellmöglichkeiten und du kannst das Eisfach auch ausmachen. Dann sparst du natürlich Strom. Ne? Logischerweise musst du ja nicht so viel kühlen und musst auch nicht so tief runter von der Temperatur. Das ist sehr, sehr gut. Ich finde nach wie vor super. Der Kühlschrank hat auch, wie der Absorber, auch unten diese große Schublade, wo man so 1,5 Liter PET-Flaschen auch reinknallen kann. Heißt das immer kalte Getränke an Bord. Dafür finde ich das super. Es ist jetzt definitiv so, dass der Kompressor-Kühlschrank deutlich, deutlich, deutlich lauter ist, als der Absorber vorher war. Das musst du wissen. Du hast, wenn der Kompressor läuft, hast du einen Brummen. Und zusätzlich hat der eben auch 2 Lüfter, 2 so kleine Lüfter. Ich sage aber auch, ne, wenn du jetzt einen Absorber hast und der soll anständig kühlen, hast du auch Lüfter. Also die machen auch Geräusche. So in der Größenordnung sind die auch, die Lüfter. Einer ist eingebaut zur Verteilung der Kühlluft im Innern des Kühlschranks und einer ist unten am Kompressor, wahrscheinlich um den Kompressor zu kühlen. Genau, Kühlleistung, ja gut, Hammer. Also das ist halt einfach das was anderes, muss ich mal sagen. Ich habe den jetzt, der ist noch gar nicht so lange an und trotzdem... Wenn ich mir jetzt hier mal sowas raushole, das ist kalt, das ist richtig kalt, das ist wirklich richtig ein Kaltgetränk, so wie es sein muss. Und wie gesagt, der Kühlschrank, der ist ja erstens noch gar nicht so lange eingebaut und zweitens natürlich auch noch gar nicht so lange an, also der läuft noch nicht so lang. Das ist wirklich, ja, das kann man nicht vergleichen, das ist wirklich was ganz anderes.
ich bin jetzt gespannt. Wir sind im August für 2 Wochen in Italien. Da bin ich sehr gespannt. Einmal auf die Temperatur, wie heiß wird es tatsächlich, wie sehr erwischt es uns. Aber eben auch auf die Kühlleistung des Kühlschranks bin ich sehr gespannt, weil der ist natürlich einen Tacken größer als der, den ich jetzt im Kastenwagen hatte. Und dann werden wir auch, ich meine, im September oder sowas mal wieder in St. Peter-Ording sein. Und da bin ich dann auch gespannt, wie funktioniert das Gesamtkonstrukt. Also die Batterie, ich habe 172 Amperestunden, der Kühlschrank. Ich habe jetzt im Moment mal gemessen. Ich kann jetzt auch nochmal messen, damit wir mal wieder so einen Eindruck haben. Wo ist meine Batterie? Hier. So, die ist im Moment zu 95% geladen und entlädt gerade mit 2,6 Ampere. Da kann man es sehen. Das ist jetzt aber nur die halbe Wahrheit, weil draußen steht meine Solartasche und die lädt. Einen Moment bitte, ich recherchiere das für Sie. Mit gar nicht so viel. Mit 0,8 Ampere. So, das heißt, in Summe haben wir hier einen Entladestrom von nicht mal 4 Ampere im Moment. Und der Kühlschrank läuft gerade, also der Kompressor läuft, macht gerade, kühlt. Sind 4 Ampere, das ist jetzt gar nicht mal so wild. Und im Moment sagt meine Batterie, wenn ich das jetzt hier so weiter treiben würde, dann könnte ich mit meiner 172 Amperestunden Batterie hier 62 Stunden stehen. Ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil nachts kommt ja keine Sonne rein. Ja, blabla, dafür ist aber nachts kälter, der Kühlschrank fährt runter. Also keine Ahnung, auf jeden Fall geht es eine Weile, sage ich jetzt mal so. Klar, du brauchst Strom und jetzt stellt sich eigentlich die Frage, also um jetzt zu sagen, brauche ich das jetzt auch, den Kompressor-Kühlschrank, weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du Eiswürfel haben willst und dein Kind isst 3-mal am Tag Eis, dann ist es eine tolle Sache, wenn du den hast. Es ist dann eine tolle Sache, wenn man häufig, glaube ich, in warme Länder fährt, ne? Weil da einfach der Kompressorkühlschrank deutlich mehr Gas gibt, quasi, als der Absorber. Ob man es braucht, ja, das ist halt immer so ein Thema. Für mich war es, wie gesagt, eine Sache. Ich habe die ganze Zeit hier irgendwie, ich habe ein komisches Gefühl dabei gehabt. Das war irgendwie nicht so meins und deshalb habe ich das jetzt umgestellt. Ob man das jetzt umstellen muss, unbedingt sei es mal dahingestellt. Ich habe es gemacht. Ich finde es eine gute Sache. Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, wie gesagt, 1650 Euro hat das Ding gekostet und mal 3-4 Stunden Schrauberei. Dann kam noch der Stöpsel dazu für 3,50 Euro und 2 Klemmen für 1 Euro, Kabelklemmen, ja. Also 1700 Euro kannst du sagen, mit allem Schnick und Schnack. Achso, und dann war noch hier eine Dose Sikaflex, weil ich irgendein Kabel zuschmieren wollte draußen. Also 1700 Euro kostet der Spaß. Auf der anderen Seite kannst du deinen Absorberkühlschrank natürlich dann auch verkaufen, sagen wir mal für, damit es einfacher zu rechnen ist, 700 Euro, dann kostet dich das alles 1000 Euro und du hast umgestellt auf einen Kompressorkühlschrank. Ob es das wert ist oder nicht, ja, muss jeder selber entscheiden. Ne? Für mich ist es das wert auf jeden Fall, weil für mich erhöht das den Spaßfaktor am Auto ungemein und eben dieses, ne, Strom kannst du selber machen. Das ist halt, und du kannst kontrollieren. Ich habe halt immer eine App dabei, die mir sagt, aber das bin ich. Ne? Ich habe eine App, ich kann auf immer gucken, wie viel Strom läuft rein, wie viel Strom läuft raus, wie lange macht die Batterie noch, wie viele Amperestunden sind da noch, wie viel Strom zieht der Kühlschrank. Das kann ich halt alles dann kontrollieren und ich habe da einfach Spaß dran. So, und deshalb habe ich umgestellt auf einen Kompressor. Arbeitsaufwand war, ging so, Langzeiterfahrung kommen. Im Moment bin ich super happy mit dem Ding. Ja. Und das soll es von meiner Seite auch schon wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst und vielleicht ein Abo da lasst. Gerade so als so ein kleiner Kanal ist das eine tolle Sache, wenn man da hin und wieder mal so ein bisschen Likes und Abos bekommt.